Echt jetzt? Mann. Wie? Knapp. Ich hätte die anderen nicht verpassen dürfen. Ohne 75 ist aber halt schon knackig da. Was kommt denn als nächste? 200? Kriegt den da oben aber auch nicht. Warum nicht? Echt jetzt? Nein, schon wieder falsch gemacht. Aber 6 mehr als wie vorhin. 100 mal hier 29, glaube ich. Oder was, 39? Ich spring mal rüber, ich warte. Ja, nee, getroffen. Geht oder so? Nice. Funktioniert. Oh Mann, kann ich was sehen. Wie viel? Wie habe ich denn? Hallo, Spiel? Wie viel? Wie warte ich denn? Leck mich doch am Arsch, Alter. So eine Kackstelle, ey. Ja, 175 brauche ich. Ja, ja. War knapp, sagst du. Yeah!
Früh, okay. Hey, 175 muss ich machen. Hat mir zumindest gesagt. Ja, fahre ich unten lang, reicht ja. Juhu, klasse Partner! Mann, am Meter, schon wieder ein Erfolg. Ich muss zugeben, die Fahrt mit euch hat ein paar goldene Erinnerungen geweckt. Danke, Männchen. Aber hallo, die Fahrten waren fast gut genug für meine Top 100 aller Zeiten. Es hat Spaß gemacht, Kratos. Hoffentlich schaffst du es auch in den nächsten Teil. Wir würden doch nie so eine erstklassige Nebenfigur wie mich aus dem Spiel nehmen. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So ist es richtig. Jetzt zerstört den Rest. Die Schilde sind unten, du kannst jetzt drüber kommen. Gute Arbeit, wir wären ein tolles Trio. Eine Weltraummacht, die mit der zu rechnen wäre. Meine Fresse. Gute Arbeit bisher, aber wir sind noch nicht fertig. Ich öffne diese Tür für euch, damit ihr nach oben gehen und den Selbstzerstörungsschalter finden könnt. Er ist im Graben. Nee, Gaben. Im Garten? Werden wir ja sehen. Irgendwo wird er schon sein. Hoch mit euch. Findet den Selbstzerstörungsschalter des Planeten. Also ich springe jetzt einen ganzen Planeten weg, ja? Sicher, dass wir die Guten sind? Gaben oder Garten? Ja, ich glaube, ich habe eigentlich auch Gaben gelesen, aber kann sein, dass sie Garten meinen. Nutze die Macht des Drehsprungs Joker. Boom, Chakalaka.
Jeder ist gesehen, erst so zack und dann der Planeten so boom und Yuka so x. Das habt ihr gut gemacht. Der Angriff auf die Heimatwelt der Blamphibien kann beginnen. Was geht hier ab, Lele? Ich dachte, wir verhindern einen Angriff und starten nicht selbst ein. Sie sind geschwächt. Das ist meine Chance, mir ihr Artefakt zu holen. Na, wer schnappt sich den Reinhard? Hätte ich das nicht trotzdem auch so geschafft? Hier, easy. Boom, Junge. So, wie kriege ich jetzt da die Pidgey-Seite aus dem Eis? Vorschläge? Das Feuer da unten habe ich nämlich schon geholt, habe das sogar reingebracht, aber irgendwie oder die Kohle-Ding da nicht anzünden, was drin steht. Ja, wir haben zwar Feuer, aber kein zum Spucken. Nee, ist nicht zum Spucken. Hier ist nämlich auch so ein Kohlebecken, das du eigentlich auch entzünden kannst, aber irgendwie. Oder das nicht. Rex, wie hast du denn das geholt? Weißt du das noch? Weißt du noch, wie du die hier geholt hast? Diese Seite? Gerade kein anderen Strauch oder so. Schade.
Probier's noch einmal, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann bin ich hier wieder weg. Eine Feuerart, die ich nicht erlernt habe, aber ich habe das schon alles. Guckst du hier? Habe alles gelernt. Alles geht's habe ich jetzt. Ich muss nichts mehr lernen, ich habe alles. Deswegen wundert mich das ja, wie das hier funktionieren soll. Den Ultraschall, ja. Hab ich ja. Normalerweise brauchtest du die eigentlich nur anlecken. Diese Kohle-Dinger. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Also ich stand jetzt schon ein paar Mal daneben, hab da so rumgeleckt mit der Zunge, aber irgendwie hat er das nie aktiviert. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Da wieder so ein kleiner Random-Faktor mit drin, aber. So, was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir erst das Schiff? Und dann hier den umgestürzten Planeten? Oder? Alles klar, machen wir erst das Schiff.
Wartet ja auch schon ewig. Ja, wie gesagt, also eigentlich. Eigentlich, ja, weiß ich nicht. Geh weg. Eigentlich musstest du die Kohlepfanne nur mit der Zunge berühren. Also immer so anlecken und dann hast du das auch in dem anderen Level, in dem Eislevel zum Beispiel, auch gleich entfacht und so. Ohne Probleme. Egal, wir haben es jetzt geschafft. Alles gut. Hat der denn doch irgendwie geklappt? Obwohl ich es schon ein paar Mal probiert hatte. Alter, diese Kamera. Kapitänskajüte. Arr, wer ist da? Die Regeln sind eindeutig. Man muss sich vorstellen, wenn man die Kapitänskajüte betritt. Warum machst du nicht einfach das Licht an? Das Licht? Beim Klabautermann. Wisse, dass der Captain irrationale Angst vor Schatten hat. Jetzt stell dich endlich vor, lausiger Eindringling. Ich bin dein zweiter Mat, Billy. Ah ja, Billy. Ich hab dich gar nicht erkannt mit dieser seltsamen Exzentstimme. Du bist ein wenig früh dran, Billy. Die Kapitänsmassage ist erst in einer Stunde. Bis dahin geh mir aus den Augen. Okay, er mag kein Licht. Aber Teil 2, wenn demnächst nie gespielt habe, weil ich den nicht habe. Ah, okay. Ich glaube, den gab es aber auch bei Epic Games. Hast du dann leider wohl verpasst. Ah, da gibt's Feuer. Da gibt's Feuer. Und noch mehr Schatztruhen. Na, jetzt kann ich Feuer spucken. Das eine ist halt nur so ein Haut-Upgrade und das andere, wo denn auch die Enden so. So, reicht hier was.
Arr, das ist der größte Schatten, den ich je gesehen habe. Schnell, Billy, halte ich hiermit das Licht draußen. Ja, mal komm, macht wenigstens das Licht aus. Hey, Licht ausmachen. Ja, macht nichts. Ich habe auch schon einige Spiele verpasst. Einige habe ich wirklich so gedacht, so von wegen, ja, habe ich angeklickt und dann irgendwann so ein paar Wochen später, habe ich ja doch nicht. Habe ich gedacht, dass ich bestimmte Spiele habe, aber nö, auch nicht. So, was haben wir denn noch so alles Schönes freigeschaltet? Okay, da waren wir schon. Was hier? Geht zum Roboter. Okay, Roboter haben wir jetzt ja fertig. Ich finde, die hätten, also ich persönlich hätte es, glaube ich, besser gefunden, hätten sie mehr Level gemacht. Mehr unterschiedliche Level. Ich sage jetzt mal so Mario 64 Style, aber halt, das halt im Groß pro Level, weiß ich nicht, so nur 10 Pages oder so weit haben und keine 25, so wie hier. Ja, die Welten sind echt groß. Für meinen Geschmack teilweise sogar ein bisschen zu groß, weil dann verlieren die nämlich auch irgendwann diese Übersichtlichkeit, ne? Also die werden halt irgendwann unübersichtlich. Drinnen? Also wer auch immer da reingeschissen hat, ne? Oder reingepullert. Der sollte sich mal untersuchen lassen, wenn da sowas rauskommt. So ein bisschen wie bei. Erinnert mich gerade so an Fallout 3, weißt du? Hier dieses Megatron, oder wie heißt der? Megaton? Da sind ja auch diese Toiletten, ne? Da wachsen ja auch irgendwelche Pilze und so. In den Toiletten. Okay, haben wir hier alles? Ja.
Nur so anfassen? Vermutlich nicht, oder? Nee, kann ich nicht, okay. Und reicht? Nein, reicht nicht. Ja. So, mal kurz warten. Kurz auf K. Alles klar, Mädchen, bis gleich. Lass es dir schmecken. Hier ist nix. Ja, mal gespannt, was wir hier machen müssen. Planetenradstation. Why? Also ich darf anscheinend nicht den Boden berühren. Das ist die letzte Gruppe, ja? Die letzte Gruppe gibt mir. Gibt mir Schmetterlinge. Ich bin gerade einfach runtergefallen.
schon wieder. Oder drückt mich runter. Digga, jetzt erst. Der Grüne drückt mich runter. Ja, lol. Jetzt erst gesehen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum das nicht klappt, dass er mich hochpustet. Wie guckt man da am besten rüber? Drumherum fliegen? Die Zeit hatten wir ja dafür, oder? So, wo waren wir noch nicht? Ja, bei dieser Kugel, ne? So, Mildetour gemeistert, Verdienst 65.000 von 71 möglichen 1.000, ja? Uiuiuiui, ist nicht schlecht. Was hast du denn überfahren? Eine rote Ampel und hast deswegen gleich 6.000 verloren, oder was? Was für ein Blödsinn ist denn passiert? Wie ist denn das eigentlich, wenn ich einen NPC rammt? Also was, wenn es noch nicht mal deine Schuld eigentlich ist? Oh, da geht's auch weiter, okay. Also hier haben wir jetzt zwei Eingänge. Einer ist unten, einer ist oben. Gut. Gucken wir erstmal unten. Ah, 5% waren Schaden. 15% Auflegerschaden, deswegen.
Ja, ist eigentlich noch ganz okay. Wie hast du denn den Schaden verursacht? Doppelt. Vergessen hier? Nee, ne? Glaube nicht. Im PC-LKW mir die Vorfahrt geschnitten. Hat er jetzt die Vorfahrt genommen oder hat er dich geschnitten? Oder hat er beides nacheinander gemacht? Und dafür hast du jetzt so viele Punkte bekommen? Also Minus? Nur wegen dem NPC? So krass eigentlich, oder? Dauert ja ewig. Ist der Knopf unten ist. Halleluja, ey. Aber eigentlich schon wieder frech, ne? Was passiert? Greenman, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Cool. Komm mich mal besuchen. Mach ich. Mach ich, mach ich. So, okay, unten waren wir. Gehen wir jetzt nach oben. Aber das ist echt frech. Ja. Der Server
Beziehungsweise die KI macht einen Fehler und du musst ihn dann ausbügeln, weißt du? Keine Schmetterlinge mehr. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt gelandet? So, okay. Errichtet. Gucken wir mal, ob das reicht. Reicht. Nee, die Maulwurfsratten-Brutmutter ist leider verschwunden. Ja, das ist ja wirklich Pech, ja. Herz Upgrade, mein letztes war. Damn, Junge. Sehr nice. Gespannt, wo ich hier wieder rauskomme. Anscheinend nicht, wa? Ja, aber auch nicht. Ist natürlich, dass es jetzt bis da hinten reingeschoben ist. Ne? Weiß nicht, ob ich das hier noch mal wegziehen kann. Falls nicht, müssen wir uns halt. Ja, weiß ich nicht. Ja, mal von der anderen Seite ausprobieren.
Nee, darf ich nicht rüberziehen. Das ist ja komisch. Ich darf den Mist kaputt machen. Goldbarren, der da schwimmt, und eine Goldmünze? Was? NPCs können einfach so vor dir auftauchen? Ist ja auch scheiße. Die ploppen dann einfach aus dem Nichts auf. Das ist natürlich auch Rotze, ne? Was für ein Raum, wa? Und dann ist da nichts drin, ey. Außer dieses Rohr. Ich habe gerade noch was gepfiffen, wo ist denn das hin? Was? Die hat er nicht gesehen. Ich wusste, dass wir schon so weit unten sind. Richtig, 70 aus dem Nichts hast du mal plötzlich so ein Auto. Jetzt hätte ich mehr vor dir. Nice. Sowas will man ja immer haben, ne? So NPC so urplötzlich direkt vor einem auftauchen. Egal bei welchem Spiel, ne? Sowas möchte man immer haben. Tempo-Terminal. Ha!
Ihr seid nicht so geil, ne? Also. Ja, würde mich auch nicht wundern. Dann. Gut, machen wir nochmal. Der hat keinen Schaden mit Feuer, ey. Das macht ja überhaupt keinen Schaden. Sind das jetzt auch schon die Federn, die